Smarana, ihr Lieben, ich muss die ganze Zeit schon so lächeln oder grinsen, weil wir haben ein echt interessantes Thema. Ein Thema, wo du mit dem Verstand heute überhaupt gar nicht dabei zu sein brauchst. Und ein Thema, was dich faszinieren wird. Also mich hat es fasziniert und ich weiß genau, dieses Thema hängt natürlich wieder mit der neuen Zeit, mit der neuen Entwicklung zusammen. Es geht um die Mondblitze und was die Mondblitze für uns zu bedeuten haben, was für eine Botschaft hinter diesen Mondblitzen steht. Und das werden wir in diesem Video zusammen erfahren. Stelle also sicher, dass du bis zum Schluss das Video anschaust, damit du auch alles erfährst, was jetzt mit diesen Mondblitzen zusammenhängt. Und wer von euch meinen Telegram-Kanal schon kennt, der wird dort auch noch mal weitere Informationen über die Mondlichter erhalten und natürlich auch die wundervollen Tagesenergien, die jeden Tag unsere Smarana-Partner dort aufschreiben. Die dürft ihr alle gerne mitnehmen und euch in einer lichtvollen Familie wohlfühlen. Die Mondblitze sind ja jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber sie haben eine ganz neue Energie. Und jetzt gerade am Neumond ist es eine Gelegenheit, diese Mondblitze nochmal spirituell zu betrachten. Und wir werden auch nachher zusammen in einer tiefen Meditation dort in den Mond eintauchen. Und ich glaube oder ich hoffe doch, dass ihr da auch so für euch ganz wichtige Erfahrungen machen könnt. Also, der Mond, ich habe mal natürlich mich schon, bevor ich jetzt dieses Video gemacht habe, mich mit dem Mond beschäftigt und auch mit dem Inneren vom Mond, mit dem Äußeren vom Mond, mit der Rückseite vom Mond, mit der Vorderseite. Also wir sagen Vorderseite zu der Seite, die der Erde zugewandt ist. Und da der Mond dreht sich ja in dem Moment nicht um sich selbst, sondern hat, wir sehen also immer nur die eine Seite von ihm. Ja, und es gibt viele Spekulationen darüber, was denn jetzt hinter an der Rückseite vom Mond alles ist. Und wir werden also auch da Informationen dazu bekommen. Und ich bin gespannt, was ihr dann am Ende dazu sagt. Folgt bitte auch immer eurer eigenen Intuition, eurem eigenen Gefühl. Ich stelle euch hier verschiedene Theorien kann man nicht sagen, aber einfach verschiedene Empfindungen und Energien zur Verfügung, mit denen ihr selbst dann so eure Erfahrungen machen könnt. Und ich habe extra ein relativ harmloses Hintergrundbild gewählt, einfach weil wir heute dermaßen extrem in diese Energien eintauchen werden, dass es für mich dann ein bisschen zu viel gewesen wäre. Also mal ein ganz normales Hintergrundbild, eine weiße Bluse, so dass überhaupt nichts Spektakuläres ja dabei herauskommt. Einzig dieses kleine Paillettensteinchen habe ich mir mal gegönnt. Aber das, was wir mit dem Mond jetzt erleben werden, finde ich, ist schon sehr phänomenal. Und es ist ja auch so, es passt ganz gut in die allgemeine Zeit des Aufbruchs, der Erneuerung hinein, weil in diesem Moment ja viele Menschen oder noch mehr Menschen als früher in das Aufwachen hineingehen und auch beginnen an solche Dinge zu glauben, die man nicht richtig erklären kann. Also sie beginnen sich zu öffnen für die Spiritualität, zu öffnen für Reinkarnation, naja, für vergangene Leben. All das spielt eine Rolle und dann öffnet sich jetzt das Feld der Mondblitze und bringt noch mal einen ganz neuen Aspekt auf die Erde. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ich halte es kaum aus, mit euch in die Meditation hineinzugehen. Aber vorher einfach noch mal ein bisschen was vorab. Die Spiritualität ist ja etwas, was eigentlich jeder Mensch hat. Jeder Mensch ist irgendwo spirituell, auch wenn das abstreitet, trägt man das automatisch in sich. Und je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt, ist die Spiritualität mehr oder weniger ein großer Bereich, den man in sein Leben einladen kann und dadurch auch sein Leben viel, viel, viel verschönern kann. Das ist so für mein Thema. Also ich bin ja in der Spiritualität zu Hause und kann mir ein Leben ohne Spiritualität überhaupt nicht vorstellen. Ja, einen Sprachfehler habe ich jetzt auch schon. Ja. Also, und das ist einfach,
wichtig zu wissen. Und wenn man jetzt an die Mondblitze denkt, die Mondblitze haben eine ganz tolle Bedeutung. Ich werde euch das dann auch, wenn wir diese Meditation gemacht haben, nochmal genauer erklären, denn es hängt alles mit dem kompletten Universum zusammen und mit unserem Erwachensprozess hängen diese Mondblitze zusammen. Und wie genau das so funktioniert, machen wir nach der Meditation. Deswegen würde ich jetzt einfach die Meditation mal in der Mitte von diesem Video machen, dass ihr schon ungefähr auch Bilder bekommt und Gefühle bekommt zu diesem Mond, zu den Mondblitzen. Und dann erkläre ich euch, was ich noch herausgefunden habe. Und ihr könnt es euch für euch dann auch einfach vom Herzensimpuls her sagen, ja, das ist für mich stimmig oder auch nicht. Was ich vorneweg schon sagen wollte, es gibt also zwei Theorien. Es gibt einmal die Theorie, dass im Mondinneren Wesen wohnen, ja, und dass diese Mondwesen praktisch verantwortlich sind für diese Blitze, die auf der Mondoberfläche zu sehen sind. Das sind also, man sieht das so als helle, weiße Punkte, blopp, 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 ploppen die dann auf. Und wir haben ja also die Menschen als Mondblitz getauft. Das ist die eine Sache, also mit dem Mondinneren. Ich meine, in der Erde gibt es ja auch, im Erdinneren gibt es ja auch Wesen, die leben. Und von daher ist es da mal gar nicht so sehr weit hergeholt. Die zweite Theorie wäre, dass zum Beispiel, wenn Engel auf die Erde kommen und uns Menschen unterstützen, dass die auf dem Mond eine Zwischenlandung machen und dort dann auch diese Lichtimpulse verursachen. Also es sind zwei solche, wie ich finde, wunderschöne Theorien, wunderschöne Vorstellungen und was wäre, wenn alle beide wahr wären? Aber das dürft ihr jetzt so für euch selbst mal kennenlernen, für euch selbst einfach überprüfen. Und wir werden jetzt eintauchen in die Meditation und danach erzähle ich euch, was das Ganze, was diese Lichtblitze dann alles noch bewirken im Universum. Weil das ist nämlich der Grund. Durch dieses Bewirken der Lichtblitze kommt eine göttliche Ordnung zustande. Und diese göttliche Ordnung, die brauchen wir, um den Aufstieg vollenden zu können. Ich wollte sagen, um in den Aufstieg hineinzukommen, aber das ist verkehrt. Um praktisch den Aufstieg vollenden oder vollziehen zu können. Dafür sind diese Lichtblitze vom Mond ganz, ganz wichtig. Ja, dann sprühe ich mich jetzt mal ein. Also, so für mich heimlich, so eine abgefahrene Sendung habe ich noch nie gemacht. Aber ich muss es auch einfach euch mitteilen, auch wenn es total für den Verstand nicht zu verstehen ist, müsst ihr das, finde ich, solltet ihr das wissen. Denn dann aus diesem Gedankenfeld kommt ein Verständnis und vielleicht was ganz Neues, was uns nochmal eine ganz besondere Erkenntnis bringt. So, was nehme ich denn noch für ein Spray? Die stehen hier drüben, deswegen gucke ich da so rüber. Die neue Zeit, die brauchen wir unbedingt. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Freude jetzt. So. Geliebter Mensch, fühle dich von Liebe umhüllt. Fühle dich vom Licht getragen und fühle dich verbunden mit allem, was ist. Ich lade dich heute ein zu einer Reise
auf den Mond. Ich lade dich ein, auf dem Mond deine eigenen Empfindungen und Erfahrungen zu sammeln. Ich lade dich ein, dir dein ganz persönliches Bild von den Mondblitzen zu machen. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug. Komme zur Ruhe und spüre, wie du dich fallen lassen kannst in die Energie der Liebe. Spüre, wie du von dieser Liebe nun umgeben bist und wie deine Seele den Schutz der Liebe fühlt. Denn wenn du nun weitere 3 Atemzüge einnimmst, wird dich deine Seele zum Mond hinüberbringen. Und so atmen wir nun 3-mal tief ein und aus. Du siehst bereits den Mond in seiner vollen Schönheit vor dir und du spürst seine Energie. Lass dich ruhig darauf ein und erlaube dir, so tief wie möglich zu fühlen. Denn deine dich begleitenden Engel, welche immer bei dir sind, sie werden dich und deine Seele begleiten. Und so betrittst du nun die Mondoberfläche. Deine Seele befindet sich auf der Mondoberfläche. Und spüre nun in dich hinein, ob du dich hier zu Hause fühlst oder ob es dir ganz fremd ist. Spüre hinein und registriere deine Gefühle. Vielleicht nimmst du die hellen Lichtquellen der Mondblitze wahr. Es sind einige um dich herum, welche gerade jetzt in diesem Moment aufblitzen. Und vielleicht kannst du auch die Lichtspur verfolgen, die aus den Blitzen entsteht und ins Universum hineinwandert. Vertraue allen Bildern, welche du siehst und wahrnimmst. Und nun, geliebte Seele, laden dich die Engel ein, einen Blick in das Innere des Mondes zu werfen. Und mit deiner Absicht, ganz allein mit deiner Absicht, wird sich der Mond an einer bestimmten Stelle öffnen. Und du darfst diesen dunklen Weg in das Mondinnere beschreiten, auch wenn dieser Weg etwas beschwerlich ist und die unregelmäßigen Stufen, welche dich hinabführen, manchmal sogar zu hoch sind, wirst du es schaffen, in das Innere des Mondes einzutauchen. Prüfe für dich,
ob du empfangen wirst von den Wesen des Mondes. Prüfe für dich, ob du eingeladen wirst in die heiligen Räume der Mondenergie einzutauchen. Und prüfe für dich, ob du auch einen Blick in das Labor des Mondinneren werfen darfst. Denn dort ist man dabei, mit Lichtquellen zu wirken. Erlaube dir, Informationen und Bilder zu bekommen und vertraue auf alles, was du jetzt wahrnimmst. Es ist eine Mischung aus einem hypermodernen Labor und einem Ritualplatz mit dem Mondfeuer. Und aus dem Mondfeuer zweigen sich Funken ab, welche sich dann als Mondblitze zeigen. Vielleicht hast du so eine ähnliche Wahrnehmung oder auch eine ganz andere. Vertraue darauf, dass das, was du wahrnimmst, deine Wirklichkeit ist. Und lasse dich auch gerne von den Wesen dorthin führen, wo es Interessantes zu entdecken gibt. Es gibt verschiedene Räume. Es gibt Räume der Heilung. Es gibt Räume der Kreativität. Und es gibt einen ganz besonderen Raum mit Erwachensenergie. Du hast nun Zeit, einen dieser Räume zu besuchen und dich mit der Mondin zu verbinden. Nimm die Energiegeschenke entgegen und bedanke dich letztendlich bei all den liebevollen Wesen für das, was gerade geschehen durfte. Denn langsam wird es Zeit, wieder in dein Hier und Jetzt zurückzukehren. Du wurdest reichlich beschenkt und deine Seele lächelt. Denn dies, was gerade geschah, hat dich in deinem Erwachen einen Schritt weitergebracht. Und wenn du das nächste Mal wieder hierher kommst, werden die Wesen im Inneren des Mondes dich erwarten und dir immer wieder neue Geschenke übergeben. Und so trägt dich deine Seele wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Lass es ruhig geschehen.
und spüre Mutter Erde, wie sie dich liebevoll empfängt, denn hier ist dein Zuhause in dieser Inkarnation. Und dann öffne deine Augen, bewege Hände und Füße und komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und höre, was jetzt noch ganz wichtig ist, was mit dem Aufstieg und den Mondblitzen zusammenhängt. So, ihr Lieben, ich denke, ihr seid wieder hier angekommen auf der Erde und ich wollte euch ja noch unbedingt was erklären, damit man auch versteht, was diese Lichtlinien, die aus den Blitzen kommen, was die für einen Sinn haben. Und zwar besteht das Universum aus einem Gitternetz des Lichtes. Und die Blitze, die Mondblitze, leiten ihre Energie in dieses Gitternetz hinein und stärken das. Und was hat es jetzt mit dem Aufstieg zu tun, werdet ihr euch fragen? Das ist ganz einfach, weil die Erde ist in diesem Gitternetz eingebettet und dieses Gitternetz ist an der Stelle und auch noch an ein paar anderen Planeten, wo die Erde eben ist, nach unten gerutscht und hängt in 3D, 4D fest. Je mehr Lichtblitze vom Mond ausgehend in dieses Gitternetz eingefügt werden, umso einfacher wird es sein, dass dieses Gitternetz sich anhebt und als Unterstützung für unseren Aufstieg die Erde wieder in die göttliche Ordnung hineinträgt. Das ist jetzt nur ein Detail, ja, es fehlt da noch Sprachfehler schon wieder. Das ist nur ein Detail. Es kommen noch viele andere Faktoren auch dazu. Aber das ist eine kosmische Unterstützung in der Energie des Lichtes, wie eben im Universum der Aufstieg dann auch sich vollziehen kann. Weil zuerst geschieht der Aufstieg ja in uns, in unserem Herzen, und dann geschieht er im Inneren, im Äußeren, und dann darf er auch im Universum sich vollziehen, indem das Lichtnetz wieder ganz stark ist und die Erde an ihre lichtvolle Position anhebt. Ihr werdet sicher verstehen, dass das nicht von heute auf morgen zu vollziehen ist und dass das schon auch einiges bedarf. Aber gerade heute oder jetzt am kommenden Neumond und auch am Vollmond, gerade jetzt im Juli, wenn ihr da dabei seid, wenn ihr da eintaucht in diese Energien, gebt ihr nochmal diesem Licht ganz viel Kraft. Und natürlich auch eure Liebe. Und das bringt uns wieder ein Stückchen dem Aufstieg näher. Ja, prüft also für euch, inwieweit ihr mit mir da einig seid oder inwieweit ihr sagt, nee, ist jetzt doch nicht meins. Also mir geht es nicht darum, wissenschaftliche Beweise vorzulegen, sondern einfach um das Bild des Aufstiegs in eine lichtvolle Strahlung zu bringen. Und da ist der Mond mit seinen Lichtblitzen wirklich sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Wenn ihr weiterhin solche brisante Nachrichten von mir bekommen möchtet, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, denn dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn wieder eine neue Botschaft von mir im Video kommt. Und natürlich die Kanalmitglieder bekommen jeden Monat von uns eine neue Schulung kostenlos, ein neues Webinar. Also als Kanalmitglied bist du da einfach dann dabei. Ja, und so freue ich mich sehr für eure Liebe und bedanke mich für euer Licht. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis dann. Some